Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, wo wir jetzt erstmal in die Taverne gehen und uns ordentlich einen reinsaufen werden. Weil wir sehr vorbildlich sind. Nein, wir fragen jetzt natürlich. Wo ist denn der, wie heißt der? Rede mit dem Wirt. Oh, ein Datenpunkt, die Nora. Toll. Gerüchte über die Nora vom weitgereisten Aram. Leser, schon oft wurde ich gebeten, den schrecklichsten aller barbarischen Stämme zu beschreiben. Die Nora aus dem Wilden Osten. Es kursieren so grausame Gerüchte über dieses Volk, dass man glauben könnte, sie hätten uns in der dunklen Zeit des verrückten Sonnenkönigs überfallen und nicht umgekehrt. Nun, liebe Leser, bin ich zwar ein mutiger Mann, doch es gibt einen schattenweiten Unterschied zwischen Mut und dem sicheren Tod. Und es ist der sichere Tod, der jeden erwartet, der das heilige Land der Nora betritt. Ich reiste dennoch in das schneebestäubte Hinterland des Wilden Ostens hinter dem Tagturm und weiter bis an die Grenze des Nora-Gebiets, wo jetzt ein ärmlicher Handelsposten namens Jägersiedlung steht. Dort saß ich mit fremden und ungehobelten Kerlen am Lagerfeuer und hörte Geschichten und Augenzeugenberichte über das, was sich im Tal der Kriegerfrauen abspielt. Man erzählte mir, dass eine Tagesreise weiter südlich der Ort Mutterkrone liege, ein Name, der prachtvolleres verspricht als die Festung aus Baumstämmen und Holzhütten, die mir beschrieben wurde. Mir wurde jedoch versichert, dass sie sehr eindrucksvoll auf einem Felsvorsprung thront, hoch über rasenden Stromschnellen und tosenden Wasserfällen. Von ihren Wellen aus zieht sich eine Reihe von Wachtürmen bis über die Berge und bei jeder Annäherung werden brennende Pfeile als Warnzeichen zwischen ihnen in die Luft geschossen. Von einem Stamm, der so um seine kostbare Wildnis besorgt ist, hätte ich ein weniger leichtsinniges Verhalten erwartet. Eindringlinge, die danach noch tapfer oder töricht genug sind, sich weiter zu nähern, werden mit weiteren Pfeilen begrüßt, dieses Mal knapp über ihren Köpfen vorbeizischen. Die Fremden waren sich kichernd darüber einig, dass ein Kaja, der seine Farben zeigt, seinen Kopf dort besser einziehen sollte und dass sogar Soldaten hinter den Mauern des Tagturms darüber klagen, von Nora-Kriegerinnen überfallen und verschlungen zu werden. Ich korrigierte sie und sagte, dass es die Tenakt und nicht die Nora seien, die dem Kannibalismus frönten. Die Nora sind lediglich dafür bekannt, die Rinde von Bäumen und harte Pflanzen zu kauen und seltsames Kräutergebräu zu trinken. Ich äußerte die Ansicht, dass es ihnen sogar verboten sein könnte, Fleisch zu essen. Außer bei ihren merkwürdigen weiblichen Ritualen im Mondschein. Ja, im umnachteten Land der Nora ist der natürliche Lauf der Dinge umgekehrt. Frauen herrschen über Männer und die Macht des Kaja-Metalls wird von Holz, Leder und Fellen abgewehrt. Ruinen voller wertvoller Artefakte bleiben unberührt. Fruchtbare Ländereien liegen brach. Nur den Maschinen, denen die Nora nach irgendeinem Konflikt ihrer Vorfahren zutiefst misstrauen, scheinen diese ungezügelten Merkwürdigkeiten nichts auszumachen. Vater Sonne hat hier keinen Platz und es würde mich nicht überraschen, wenn die Nora-Göttin der Mond selbst wäre. Obwohl es stets Nora-Frauen sind, von denen in Geschichten über ein Zusammentreffen mit dem Stamm berichtet wird, wurden auch schon Männer gesichtet, die die fremdartigen Frisuren und die blauen Symbole der Nora-Krieger tragen. Aus älteren Studien über den Stamm habe ich geschlossen, dass ein Ritual namens Erprobung Männern ermöglicht, gegeneinander zu kämpfen, um das Wohlwollen ihrer Herrscher zu gewinnen. Leider bleibt meine Neugier auf dieses und andere Noah-Rituale ungestillt, doch es ist meine Hoffnung, dass seine Erleuchtetheit diesen geheimnisvollen Barbaren einst ein Bündnisangebot unterbreitet. Solche Großzügigkeit des Sonnenkönigs und das Wissen, dass mich sehr viele gut ausgerüstete Wappenträger begleiten würden, würde mich dazu ermutigen, mir dort alles mit eigenen Augen anzuschauen. Zum Wohle meiner Leser. Tatsächlich plane ich, eine Frau als Schreiberin anzuheuern, die das Gespräch zwischen den Nora und mir in diesem Fall erleichtern könnte. Eine bessere Wahl für eine junge Kaja-Frau als Verkäuferin für die Osseram-Metallhändler in der Stadt zu werden, nicht wahr? Bis diese sonnenberührte Zeit kommt, müssen jedoch Kopien aus meiner großen Sammlung von Zeichnungen genügen, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Nur Momentaufnahmen dieses bizarren, wilden und doch seltsam faszinierenden Vibes-Volks. Kann mich nicht erinnern, dass wir nur Frauen waren bei uns drüben, aber okay. Wenn der das sagt, dann stimmt das ja, ne? So, mehr ist hier erstmal nicht. Dann können wir jetzt ja mit dem Kollegen schnacken. Mal gucken, was der zu vermelden hat. Servus, Meister. Die Sonne ist mein Zeuge. Noch nie war hier eine Nora zu Gast. Und ein Mann namens Gawain? Nein, ich kenne keinen Gawain.
Aber wir sind eine Handelsstadt. Hier kommen viele durch. Da bin ich mir sicher. Auch solche, die niemand sehen soll. Ich weiß nichts von deinem Gawan. Wenn er Ärger macht, tja, geht mich nichts an. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ach, wart. Ja, hier ist nix. Hä? Soll da hinten hin? Was ist das? Ach, Schweine. So, hier wäre was. Handfesseln. Liegen einfach so Handfesseln rum. Hallo, Gawan. Die hast du nicht allein aufbekommen. Aber du wolltest nicht zum Hafen. Und du warst nicht allein. Bus. Ach da. Okay, der Mantau. Speichern wir einmal schnell nochmal, wenn wir gerade dran vorbeikommen. Schadet ja nix. Mal gucken, wo der Kollege hin will. Du hast den Osserer-Mörder aufgehalten. Vielen Dank, Nora. Sei doch still. Gib mir doch nicht auf den Sack, liebe Freunde. Die Samples sind, können unter anderem ein wenig lästig werden mit der Zeit. Na klar. Ja. Das war gut. Genau das wollte ich. Hallo, hier raus, bitte. Hallo. Gut, dann hier raus. Nochmal speichern und Spur weiter verfolgen. Ach hier, die abgefuckt. Ach, siehst du, ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Hat Gawan seine Freunde getroffen? Oder seine Feinde? Mir kann das wohl egal sein. Das stimmt allerdings. Gab es hier eigentlich... Ja, hier gab es auch was zum Verstecken. Ist bestimmt total sinnvoll, wenn wir jetzt durch den Vordereingang hier reingehen. Ich bevorzuge... Hallo? Den Hintereingang. Anscheinend haben sie sich nicht besonders gefreut, ihn wiederzusehen. Wer einen Ausbruch aus Sonnenfels schafft, kann auch mein Messer vertragen, oder? Es gab keinen Ausbruch. Du bist ein Spitzel. Meridian hat dich zu uns geschickt. Das sind jetzt meine Geschäfte. Und ich lass mir nichts gefallen. Hey! Freunde von dir, Gawan? Passt das? Das war's. Wir kamen schon wieder so ein spätes Sample gerade. So, warte, ich will erstmal Haschif. Oh, der hat aber viel Zeug dabei. Sehr schön. Es gab keinen Ausbruch und dann heißt es auch immer, du bist ein Spitzel. Was geht hier ab, Alter? So, kommen bestimmt gleich noch mehr. Du sollst mich nach Sonnenfels zurückbringen?
Nein, nicht zurückbringen. Naja, Hashif hat das schon für dich erledigt. Janeva sagte, dir ging es immer nur um Scherben. Ist das wahr? Ich könnte alles behaupten. Kranke Mutter, ich tat es für die armen Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück. Wie jetzt? Ist jetzt hin? Garan, verschoben. Okay, das war leicht. Ja, jetzt machen wir aber eine von den anderen Quests hier. Das hier würde ich sagen. Naja, dann hab. Also offiziell habe ich nur einen getötet. Einer hat sich in die Luft gejagt und einer wurde ermordet. War also nicht meine Schuld. Kann ich so nichts für. Dann wollen wir mal das Lagerhaus untersuchen. Schade, ich dachte, ich komme hier von hier schnell nach Meridian, aber über den Wasserlauf geht das leider nicht. Ich möchte auch nicht versuchen, mich da irgendwie dran vorbeizubacken oder zu springen, zu glitschen. Möchte ich nicht. So, dann gehen wir mal hier, flugs hier hinüber. In den Tramplern. Oder Stürmer. Keine Ahnung, ich glaube Stürmer sind das, ne? Waren, glaube ich, Stürmer. Stimmt ihr mal. Ich hab hier Arbeit, Freunde. Lasst mich mal in Ruhe, wa? Dann wollen wir mal hier das Lagerhäuschen untersuchen. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwo dann mal so zwischen den Folgen nach Dingens zurückreisen, nach Geneva, um dann zu gucken, die Quest abzugeben. So, wir sollen hier untersuchen. Hier ist sowas. Das Fass wurde kürzlich bewegt. Also, Spuren. So, wo lang? Hier lang. Sieh dir mal diese Wagen an. Unter den Nägeln schweißt er den Rücken runterläuft. Das ist das Leben einer Farmerfrau. Mal gucken, wo der hin will. Hier lang, da lang und... Ach, wieder hier raus. Ist auch ein bisschen weiter, wie mir scheint. Wahrscheinlich ein Affe oder so ein Scheiß, ne? Hier wimmelt es auch so vor Tieren. Alles voller Hasen. Was soll ich jetzt machen? Untersuche das Gebiet. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Mann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Gleich. Brauche erst Kaninchen. So. Oh,
gut, dass ich die Scharfschussbolzen verschwende dafür. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist ja großartig. Ne, das ist Haut. Ich brauche Knochen. Das sieht knochig aus. Oder Haut? Brauchte ich Haut oder Knochen? Nee, ich glaube, ich brauche Haut, ne? Warte. Haut, ja. Ja, ich brauche Haut. Jetzt brauche ich noch einmal Haut und dann brauche ich nur Holz. Ja, bevor ich mich nämlich jetzt wegrationalisiere, würde ich hier gerne... mit meinem Fokus umsehen. Na also. So, gibt es hier noch mehr Kaninchen? Ich glaube nicht. Das noch nicht markieren, ne? Mhm. Da lang. Mann, verdammtes Karnickel. Wo will der denn hin mit dem Obst? Das sieht gut aus. Mein Fokus findet hier vielleicht was. Das war nur ein Talisman. Ich gehe mal lieber in Deckung. Diese scheiß Talismane, ne? Ich muss vorsichtig sein, wenn ich Brüllrücken mit meinem Speer überbrücke. Ach was. Lass uns mal vorsichtig in diese Richtung hier gehen. Die letzte Frucht? Nee, das ist ein ganzer Haufen. So, der hat auch nichts dabei, was ich brauche. Was ist denn? Okay, weg da, aus dem Weg. Ich will mal gucken. Willst du das wirklich? Bin mir da nicht sicher. Diesmal sind es Fußspuren. Mhm. Was ist das denn hier? Ein Mensch, der zu einem Schwein wird, oder was? Der Fokus findet hier vielleicht was. Na, ich hab doch was. Ich sehe die doch bis hier die Spur.
So, ein Kaninchen. Und eine Ratte, hat aber bei weitem nichts gebracht. Gibt nur ein bisschen Fleisch. Und wo ist die Ratte? Da ist die Ratte. Das könnte so einfach sein. Wem folgen wir eigentlich jetzt? Dem Fruchttiger oder was? Klaut Obst, schichtet das auf, lässt das liegen. Was ist los mit dem Typen? Hat der ein Rad ab oder was? Wo komme ich hier überhaupt hin? Jetzt geht es hier den Berg hoch. Ganz offensichtlich. Er muss hochgeklettert sein. Bei der Sonne, vergib mir, vergib mir. Da ist unser Dieb. Und er steckt in Schwierigkeiten. Ganz bisschen, ich aber auch gerade. Aua. Kannst du mal aufhören, Alter, ich sehe nichts. Ach, weißt du was? Abfahrt. Von unten kämpft sich's besser. Moin, ich komme. Rosa. Mann. Wo ist er jetzt hingelaufen? Wie, jetzt ist er auch abgehauen? Ach, hör auf. Nimm das damit. Scheiß graue Habichte. Geh mir schon wieder auf den Sack, die Scheißviecher. Offener Kampf ist immer kacke. Aber es geht. Wo ist er jetzt hingelaufen? Ja. Vor allem, wie schnell ist der abgehauen? So schnell konnte ich ja gar nicht gucken, wie der weg war. Bring dich halt in Schwierigkeiten. Ah, ich könnte mal ein bisschen Reinholz mitnehmen, ne? Bisschen Reinholzmesser. Schadet nicht. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen was. Oh, da drüben ist auch noch was. Müssen eh darüber. Und das hier auch gleich noch. Gucken, welche Bredouille der sich jetzt schon wieder bringt. Und wo bin ich? Bin hier. Hä? Achso, ich bin von hier gekommen. Nee, nicht. Oh, bitte nicht ins Pirscher-Gebiet. Alter, mach keinen Scheiß. Oh Gott, der tickt doch nicht ganz sauber. Hör mal, du Nase. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann.
Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau, in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen! Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde. Ja, läuft wie Sau. Bergab und rückwärts, aber läuft. Freunde, wir können mal ganz kurz leveln. Wir haben nämlich 3 Punkte. Tralala, Ausweichtalent. Niederschlagen. Finde ich ganz gut. Können wir, glaube ich, mal nehmen. Schneller Sprint. Schnellladen. Beim Gebrauch von Konzentration. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Ich nehme das mal. Zack. Und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zum bitteren Ende und bis zur morgigen Folge, liebe Freunde. Ich bin der Mechaniker. Wir sehen uns nicht hier an diesem Ort wieder, weil ich beame mich gleich irgendwo hin. Mal gucken, wohin, aber ich beame. Und ich bin raus.